Ladies and Gentlemen, heute frisch rausgekommen und kostenlos, weil wir ja die Rundfunk- und Fernsehgebühren zahlen, das Neo-Magazin Royal Game. Und machen wir es ein bisschen leiser. Ja, und das ist die Version hier für Android. Nachbarn-Gegebenheit. Okay. Tief in Köln-Hahnwald. Die Sonnenböhmermann. Williams Text ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Neo Magazin Royal, das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Episode 1. Jäger der verlorenen Glatze. Hihi. Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royal, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben. Oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Eine Maustaste auf dem Handy? Offenbar keine. Keine spezielle Version für Android gemacht worden. Hier sehen wir einen Cursor. Abgeschlossen. Das ist doch ein bisschen leiser. Abgeschlossen. Lieber nicht. Abgeschlossen. Lieber abgeschlossen. So, was haben wir eigentlich hier? Das ist das Sendungsbuch für William. Ach, das Sendungsbuch für William, okay. Hey, Boss. Hallo, Herr Böhmermann. Hey Leute, hat einer von euch William gesehen? Okay, da ist der Briefträger. Gehen wir mal zu ihm. Der ist viel zu schwer für mich. Das ist der Briefträger. Er bringt den Beef. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Briefträger. Ich bringe den Beef. Fragen wir, ob er den William haben Sie hat. Zufällig unseren DJ Will I Am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haare kämmen. Okay. Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering. Igitt. Haben Sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm? Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Okay. Was haben wir denn hier an der Weltkarte? Muss ich mal angucken. Mein Reich, das soll alles einmal mir gehören.
Da wird der Adi in mir ganz sentimental. Oh. Können wir die nehmen? Nein, danke. Don't drink and play. Was ist die Wall of Beef? Vielleicht Flair ganz nach oben? Ach, lassen wir erstmal so. Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Hä? Don't drink and play. So, das ist ein Hut. Wärst du lieber ein Leben lang die Frau von Lothar Matthäus oder die Tochter von Mutter Wolny? Ein Hut? Was da wohl drin ist? Braucht kein Mensch. Okay, was ist das hier unten? Auslocken. Hier könnte auch mal einer durchsaugen. Können wir die mitnehmen? Das will ich nicht haben. Nee, okay. Haben wir mal sehen hier. Bart. Das ist Bart. Der tut nichts. Der will nur spielen. Der Letzte, der das versucht hat, sieht jetzt aus wie Claude Oliver Rudolph. Okay, sprechen wir mal mit ihm. Hi Bart. Hi Bart. Hey Boss. Sag mal, hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist er am Buffet zu finden. Was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinlatscht. Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja. Macht Sinn. Okay, ach, ist egal. Man sieht sich. Geht das hier weiter? Nein. Okay, was haben wir denn noch? Welchen Bad? Da drin verstecken sich die Autoren immer. Komm, was? Eine Kreditkarte. Wer hat die denn hier verloren? Eine Kreditkarte haben wir gefunden. Eine Kreditkarte von Markus Lanz. Okay. Don't drink and play. Die Gagmaschine. Sie produziert die ganzen Gags. Okay. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Okay. Siri, mach Gags. Hihi. Oh. Siri, mach Gags. Hihi. Okay, tolle Gags. Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Die Türen waren hier alle zu. Das ist eigentlich, das ist nichts. Ein Topfenster. Grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Roth. das will ich nicht kann haben. Kann ich mitnehmen. Okay. Oh, wer ist das dann? Captain Obvious. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Hast du William gesehen? Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern. Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post eh immer gleich weg. Weißt du noch, wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Dem Geruch nach in deinem Büro. Okay, wo ist dein Büro? Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. Falls ich dir noch irgendwie helfen kann, komm rum. Okay. Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Das ist Captain Obvious. Ich darf noch nicht... Absoluter Horror für einen Künstler wie... Nehmen wir mal zur Maske. William? Ja, ich bin 302, Waschmaschine.
macht denn hier die Waschmaschine? Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi Festival statt. Ey, das ist keine Talkshow hier. Nee, das ist, ne? Oh, Wolfgang Job, bist du es? Ach nee, nur ein Ledersessel. Schön Zeug. Das bleibt schön hier. Dürfen nicht mehr nehmen. Nein, nur ein komplett Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Egal. Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Also lustig gemacht schon auf jeden Fall. Abgeschlossen. Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Ah. Oh, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Ja, dafür ist der Spind jetzt auf. Potztausend. Ein Geheimgang. Wie bei fünf Freunde. Da geht's vorunter in den Quotenkeller. Okay. Dieser William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Aha. Oha. Ist das eine Maske? Ein Latexanzug? Fifty Shades of Cone. Nein. Die Maske will er nicht nehmen. Vielleicht den Anzug. Ich lasse ihn lieber hier. Okay. Ein Kanister. Da steht ein Kanister. Ah, den können wir mitnehmen. Okay. Das ist so eine Krempe. Hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Okay. Eine Kiste mit Seepferdchenabzeichen. Ach, die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig. Hä? Ach, die liegen eigentlich ganz gut da. Ah, würde auch nicht gehen, aber gut. Okay, was ist denn hier mit den Dosen, die ich hier gesehen habe? Ach, du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Willi Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Oh. Hi Jan. Bastel Brothers. Ach, die Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. Okay. Geht's hier weiter? William Cohn.
So stelle ich mir eine Geburt vor. Der dünne, blasse Junge trägt den dicken alten Mann. Sehr lustig. Achso, hallo William. Hallo William. William, du musst aufwachen. Die Show fängt gleich an. Raus aus den Federn, alter Mann. Du bist ein übel riechendes, glumpgurgelndes Schwein. Da hilft nur eine Dose Konterglump. Ja, scheinbar. Was ist das hier, ein Medizinschrank? Williams Medizinschrank? Gruselig. Vielleicht ist da ja was drin. Gummihandschuhe. Ein paar Gummihandschuhe. Okay, stecken wir mal ein. Handschellen? Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Der war flach. Ja, witzig. Nein. Okay, will er alles nicht. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Das ist Captain Obvious. Ja, klar. So, ja. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Ich glaube, die Tür da hinten ist jetzt auf. Gibt es hier was Neues? Ach ja, frag mal wegen Alpaka-Schweiß. Wo um alles in der Welt soll ich Alpaka-Schweiß herbekommen? Kurz vor der Sendung reibt sich William immer an den Alpakas. Das bringt Glück. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. So, die Tür ist jetzt offen, ne? Die war vorher noch nicht, genau. Okay, was haben wir denn hier? Ein Poster? Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Das bleibt schön hier. Okay, das ist die Garderobe vom Elefanten. Diese Tür ist irrelevant. Hat sich eingeschlossen. Okay. Das ist die Garderobe von Adi. Das ist die Garderobe von Adi. Direkt neben meiner. Zufall? Hat sich eingebunkert. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Der moderiere ich die Neuauflage von Wetten, dass. Na gut, was haben wir hier für einen Forster? Ponyboxen mit Jürgen Domian. Das bleibt schön hier. Okay, was ist mit der Pflanze? Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Hast du schon mal gesagt? Der moderiere ich die neue. Okay, ist auch das Gleiche. So, das ist deine Garderobe. Meine Garderobe. Können wir reingehen? Ja. Was haben wir hier alles? Eine Moncler-Jacke. Meine Moncler-Jacke, gefüllt mit K1s Echthaar. Hier ist es schon warm genug. Nur Rauschen. Das könnte ProSieben doch ab 2016 statt TV Total senden. Lustiger wär's. Nein, danke. Okay. Ah, Cola. Die brauchen wir doch für Schnitzel. Cola ist mein Schmusi. Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump Trademark trinke. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. Okay, gehen wir mal zum Computer. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes.
das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist 95. Das ist ja genial. Stark. Okay, kann man eigentlich drauf machen, oder wie? Er läuft schon. Den habe ich vom Müllcontainer gerettet. Sparte for life. Wann ist das Spielzeug? Jetzt nicht. Okay, Schublade. Eine Schublade. Eine Serviette. Wo ist die Serviette jetzt hin? Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Hier ist die Serviette. Okay. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Wer weiß. Ich hab doch die Serviette geschrieben. Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Ist wie zu Hause. Das bleibt schön hier. Schön draußen. Wenn die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wegen des Teints. Ja. Say what? Okay, was haben wir hier noch? Ein Mülleimer. Ich trenne Fanpost und Hate-Mails. Geh mal kurz. Eine Beefbombe von Campino. Endlich wieder Beef. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den Mülleimer. Da ist nur noch Fanpost drin. Ja, Longboard. Jetzt nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Okay. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Das ist ein Computer, ja. Okay. Damit müssten wir eigentlich alles hier im Raum abgeklappert haben. So, was ist das? Ein Lüftungsschacht. Okay. Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Komm aber nicht durch. Beats im Kies, das war geil! Okay. Geht's dann nicht mal weiter? Was ist hier? Das war gerade ein Wegweiser. Na? Ein Plakat von Zirkus Halligalli zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Okay. Ein Kopierer. Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Na, vielleicht hat er ja was vergessen. Gucken wir mal nach. Sieht aus wie eine Quittung. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau. Für ein Filmteam. Inklusive zwei Wumbo-Figuren. Mhm. Genau 1.000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Was mitnehmen? Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau für ein Filmteam inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1.000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen das kann? Das habe ich mitgenommen, okay. Nehmen wir hier rein, was ist das? Ach, hier sind die Bastelballers. Der Thermomix des kleinen Mannes. Och. Nie hat man Popcorn dabei. So, haben die hier noch irgendwas? Ein Schraubstock. Wir gehen erstmal zu den Bastel Brothers und texten die zu. Hi, Bastel Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal, habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben.
Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Wie war nochmal das Rezept? Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Okay. Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. So, das ist ein guter Kasten, der geht nicht. Okay. Können wir vielleicht die Cola am Schraubstock öffnen? Das will ich nicht auspressen. Nee. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Dann lasse ich mir lieber von Yuko die Eier auf den Boden tackern. Nee, wieder nicht von ihm. Vielleicht die Banane? Nee. Von der Gummi. Entschuldigung, ich keine Banane. Wie komme ich jetzt auf Banane? Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Oh, hier ist die Tür jetzt auf. Ach nee, das war die Garderobe. Mensch, ja. Dann gehen wir mal wieder zurück. Sind das die Toiletten? Ja, okay. Ganz schön dunkel hier. Was riecht denn hier so? Okay. Ach du je, das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Hört sich das schlimm aus? Was ist denn hier? Was steht das? Kann ich gar nicht erkennen. Ein Wandschrank. Oder? Ein Wandschrank? Hoffentlich ist da keine Band drin. Die Tür klemmt. Klemmt. Okay. Ja, ein Klo, oder? William hier war? Das ist sicher voller Bakterien. Wie die Rückbank im Bang Bus. Dann nimm mal die Gummihandschuhe. Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Ah. Ein Klostein. Zitrusaroma. Ah, Zitrusaroma. Den rühre ich bestimmt nicht an. Okay, vielleicht mit den Handschuhen. Ja, mach da. Okay, jetzt haben wir einen Zitrusaroma. Okay. Dämmerpreis. Goldener Stinkefinger. Alter, Fernsehpreis. Das ist sicher voller Bakterien. Wie die Rückbank im Bang Bus. Ja. Habe ich eigentlich Geheimratsecken? Nee, glaube nicht. Ich lass ihn lieber hier. Lieber nicht, wer weiß, wo der schon war. So, können wir vielleicht mit einer Presse die Cola öffnen? So kriege ich sie nicht auf. So kriege ich sie nicht auf. So kriege ich sie nicht auf. Nee. Das scheint nicht zu gehen. Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Okay. Oh, jetzt ist die Tür auf, oder? Ja, Partyraum. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Hä? Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangster-Rapper und will mir meinen guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. Okay.
Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangsterrapper und nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfungen, ne? Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer. Ach, ist egal. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Ach, ist egal. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Lieber nicht. Den fass ich nicht an. Da soll sich mal schön der Rach drum kümmern, wenn er wieder von RTL angekrochen kommt. Okay, ist dann wieder Prosecco. Eine fehlende Flasche wird sicher keiner bemerken. Eduardo, lass mal die Finger davon. Ja. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Laugengebäck. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Das weiß ich nicht. Kann ich noch raten? Lizenzen für Photoshop Philipp? Wollen Sie mich schnatzen, Blödelmann, oder was? Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Auf ein neues. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Okay, also das war fürs Laugengebäck. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Okay, das war Wumbo-Figuren. Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Okay, das war nicht Photoshop, dann war es die Glump-Lieferung. Die Glump-Lieferung mit dem Fehldruck? Anunnakium, auf keinen Fall. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Okay, das ist noch irgendwas anderes, was wir noch nicht gefunden haben. Ich kann Bass und Gitarre nie auseinanderhalten. Ach, das gibt wieder nur Ärger. Die Besetzungscouch. Hier wurden viele Karrieren begonnen, aber noch mehr Karrieren beendet. Federbohr? Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Okay, haben wir die auch. One Direction Poster. Ace of Base Poster. Die Chibo Poster. Okay, was haben wir hier noch? Was? Steuerprüfer. Ein Drumstick. Können wir mit dem vielleicht jetzt die Cola öffnen? Say what? Was? Nein, einfach nein. Okay. N-E-I-N, nein. Wem sein Schlagzeug ist denn das? Ach so, Felix seins. Sein anderes Drumset steht bei Sarah Connor. Ich hab's auf Fizz umgestimmt. Das wird ein Spaß. Das ist eine Abmahnung. Eine Abmahnung von Martin Kurzer. Hat mich schlappe 906,50 Euro gekostet. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Okay. Auf ein neues. Jetzt kann er sich warm anziehen. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Okay, 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt,
Sie, Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Eine Urheberrechtsverletzung? Hm. That's right, Bro. Okay, Digga, dann passt das ja so. Aber okay. Wenn sie uns nur einmal bescheißen, dann zieh ich sie Otto persönlich an ihrer zu langen Nase über den shiny Floor. Peace out, Herr Bonermann. Yeah! Okay, jetzt haben wir also den, wir haben Alkohol, wir haben Cola, wir haben Zitronenaroma, also noch Alpaka-Schweiß. Situation um irgendwas Neues. Ach, der Typ ist weg und hier ist jetzt ein Durchgang. Backstage ist das, okay. Mögen Ex-Figuren. Gute Leute eigentlich da. Warten wir mal Zuschauer. Na gut, also ich finde, das ist ein ja, schönes klassisches Click-and-Point-Adventure-Spiel im ZDF. Wie heißt das? Im ZDF Neo Magazin Royal Universum. Oh mein Gott, mir war gerade der Name der Show entfallen. Und ja, ziemlich gut gemacht, auch mit den originalen Stimmen. Und ja, schön kann man auch unterwegs zwischendurch auf seinem mobilen Gerät spielen. Gibt es auch für Android und für iOS oder halt für den PC. Und ja, ist vollkommen kostenlos, zumindest die erste Episode. Man weiß ja nicht, wie das später gemacht wird mit weiteren Episoden, aber das macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Und ja, schön, dass man neues Point-and-Click in der heutigen Zeit macht und eben nicht nur die ganzen Remakes von damals. Von daher hat das meine vollste Unterstützung und da ihr es ja nicht kaufen müsst, kann es ja auch nicht schaden, wenn ihr es euch mal installiert. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen und wer Fan der Show sollte es auf jeden Fall machen, aber auch Fans oder Nicht-Fans, die sich vielleicht über ein neues Point-and-Click freuen, würden sich da über eine Empfehlung von euch sicherlich freuen. Ja, das war wieder ein Video in, von mir und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Nick Dubin.